Wenn die zwei Bäume nicht den einen zum Anlehnen gehabt hätten, wären sie wahrscheinlich schon umgefallen. Gigantisch. Die hängen nur noch auf ein paar Wurzeln. Servus die Malen und grüß euch die Buben. Tja, was seht ihr? Richtig, ein Overnighter. Ja, die Chefin daheim hat mir kurzzeitig freigegeben. Das habe ich ausgenutzt, morgen bin ich zu Hause. Und der Tag ist wunderschön. Wir hatten 28 Grad, das gehört ausgenutzt. Und wenn ihr meinen letzten Overnighter gesehen habt, das war ein kleines Hoppala, kleines Missgeschick. Heute habe ich wieder die Exped mit dabei. Das ist die MW. Die ist ja 65 cm breit. Die passt hier optimal herein, habe ich gesehen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt im Augenblick 20.20 Uhr. Das heißt, wir haben noch 50 Minuten oder gute 30 Minuten, sagen wir mal so, bis die Sonne untergeht. Und jetzt mache ich mal was zum Essen, weil mir hungert schon. So. Ja, ich habe heute auch nichts Überragendes zum Essen dabei. Ein Ankelbein einmal wieder, Rissi-Bissi. Dann gibt es noch ein Käffchen mit ein paar Kekse. Und die restlichen Kekse hebe ich mir für morgen in der Früh auf. Und das war es eigentlich. Ja, Reis ist drin. Ein Schuss Wasser noch dazu. Ja, natürlich hoffe ich, dass die Nacht heute besser wird, aber ich denke, auf meiner Ex-Bett liege ich ja wie in einem Himmelbettchen. Ja, ich kann die Billigsdorfer Matte auch nicht verfluchen. Das war Pech und noch dazu sicher mein zartes Gewicht. Das muss einmal so eine Matte aushalten. Das muss man natürlich auch gestehen. Ja, das geht natürlich recht fix mit den ganzen. Ah, so, löschen. Jo Freunde, dann würde ich mal sagen, Mahlzeit. Rissi-bissi. Lecker. Ich stehe auf den Onkel Ben. Jo Freunde, das Töpfchen ist natürlich geleert. Und jetzt fehlt noch ein leckeres Käffchen. Und das machen wir jetzt natürlich gleich. Ja, das Käffchen von der Bialetti ist natürlich schon einzigartig. Und los geht's. Jetzt werde ich dann mein Käffchen noch trinken und ein paar Kekse dazu. Und dann überlege ich, ob ich nicht vielleicht einmal noch in die Donau baden gehe. Ja, da klingt es ja schon sehr gut. Jawohl. Fein, fein. Plätscher, die Plätscher. Jo Freunde, mein allseits bewährter Spruch. Zuerst grüße ich natürlich wieder meine Krankensessel und dann den Rest der Welt. Prost, Freunde. Jo. Ach, herrlich, kann ich nur sagen. Und dazu jetzt haben wir so einen Keksel testen. Dass der Körperbau vielleicht zurückgeht. Mit Orangen drinnen. Also auch Orangen-Gelee. Ja, nicht schlecht. Ein richtiges Diätmenü. Ja, jetzt trinke ich mein Käffchen noch in Ruhe. Vielleicht noch das eine oder andere Keksel. Und dann werde ich gleich abwaschen gehen. Ja, jetzt gehen wir wieder mal abwaschen. Freunde, na das mit dem Boden vergessen wir aber gleich wieder. Bist du narrisch? Das ist ja sackhalt.
Ja. Zaubertüchlein. Ja, wenn die Sonne weg ist, ist es auch gleich um etliches frischer. Ja. Ach so, ist mal ein bisschen weiter hinein, aber ich denke, das. Jo. Ja. Ist frisch. Okay. Notier. Baden gehen, streich's durch, schreiben wir drüber, vergessen wir. Aber das ist schon mit dem Schilf, das ist so idyllisch da. Ich stehe auf das. Extrem geil. Jo, mein Freund Mike, Austrian Bushman, hat mir gerade sein neuestes Video geschickt, was er gedreht hat. Und da schauen wir mal ein bisschen rein. Aber natürlich will ich von dem Video nicht so viel spoilern, weil ich weiß ja noch nicht, wann es online geht. Daher nur ein kurzer Ausschnitt. Jo Freunde, wir haben jetzt 21.30 Uhr. Jetzt wird es schon finster, die Gelsen gehen auch schon langsam schlafen. Ja, man braucht schon Licht zum Filmen, sonst ist es zu duster. Ah, herrlich. Ja, passt einmal wieder alles. Freue mich schon auf die Nacht. Werde natürlich jetzt noch ein bisschen relaxen. Vielleicht setze ich mich noch ein bisschen zum Wasser runter und ein bisschen schauen, was alles daher schwimmt. Treibgut ist genug unterwegs. Wahnsinn. Ja, ich setze mich noch ein bisschen runter zum Wasser. Ja, da kommt gerade das nächste Schiff. Ja, schön gemütlich. Ja, schönen Abstand noch zum Wasser, sonst wird es feucht. Stern ist auch schon am Himmel, ne? Da ist noch einer. Wird sicher eine klare Nacht werden. Ja, ich genieße die Zeit hier wieder am Strom. Jede Minute. Alles, was ich hier nicht erlebt hätte, hätte ich versäumt. Ja, komplett ruhig heute. Oh, schauen wir mal, ob keine Boote mehr kommen. Angenehm. Ich werde jetzt ein bisschen relaxen noch und das genießen. Die Stille. Ja, jetzt habe ich gerade über WhatsApp erfahren, dass morgen der Mike, der Austrian Bushman und der Walter der Wiener, morgen hierher kommen auf einen Overnighter. Der Walter dürfte schon um 9 Uhr in der Früh kommen. Da bin ich wahrscheinlich leider schon weg, weil ich schätze, ich bin um 8 Uhr Staubwolke. Muss noch einiges erledigen. Ja, aber macht nichts. Es wird sich schon einmal wieder ausgehen, dass wir gemeinsam einen Overnighter durchdrücken. Ja, hier noch einmal ein Blick auf mein Bivi. Ich freue mich heute wirklich auf die Expat, auf der wird es sicher noch gemütlicher zu liegen sein. Ja, hinten habe ich wieder meine Outdate-Matte. Da ist der Rucksack wieder eingewickelt. Und hier werde ich es mir dann extrem gemütlich machen, hoffentlich. Ja, und da es heute auch nicht wirklich kalt wird oder regnerisch, wir werden so an die 17 bis 16 Grad haben in der Nacht, habe ich meinen Lüfter heute gar nicht mitgenommen. Das zahlt sich gar nicht aus bei den Temperaturen. Ist der natürlich unnötig. So, aber jetzt schiefer Nackel kommt. Ja, immer interessant, wenn man Fenstern geht und bei den Fenstern hineinschaut auf die schiefer Nackeln. Ja, die lassen sich's gut gehen. Ich auch. Ja, jetzt ist es 10:45 in der Zwischenzeit. Aber es ist immer noch angenehm beim Sitzen. Klar, neben dem Wasser ist es immer kühler wie woanders.
Ja, ein paar Sterne sind auch schon heraus. Ja, werden wir ein paar Sternzeichen suchen. Ja, aber es wird doch jetzt etwas kühler. Also beim Sitzen wird es schon frisch. Da werde ich mir auf alle Fälle mal mein Fließwesterl anziehen. Das kann nicht schaden. Ja, habe auch jetzt ein bisschen Sterndeln geschaut. Jetzt sieht man sie wunderschön. Habe auch versucht, ein bisschen mein Handy zu fotografieren. Weiß aber nicht, ob das was geworden ist. Aber ich werde jetzt noch weiter beobachten. Ja, auf alle Fälle ist es jetzt um etliches angenehmer. Ja, wie spät haben wir? Es ist 10:45. Ja, gehen wir schön langsam ins Heuerbettchen. Ja, es ist jetzt 23.20 Uhr. Ja, Zeit zum Mützen gehen. Ja, ich hau mich jetzt in die Koje und dann melde ich mich noch einmal von drinnen. Ja, Freunde, ich habe mich jetzt zurückgezogen. Es ist 23.30 Uhr und Zeit zum Gute Nacht sagen. Eine Gelse, raus mit dir. Ja, ich werde jetzt gleich mal alles schließen, damit hier mal Ruhe ist. Und dann sage ich noch Gute Nacht, bis morgen. Ich hoffe, das wird eine bessere Nacht. Jo. Bis morgen, Freunde. Gutes Nächtle. Ja, jetzt sehe ich einmal scharf. Ja, schönen guten Morgen, Freunde. Es ist bereits 5.30 Uhr. War eigentlich eine perfekte Nacht. Ja, die Expert ist schon was anderes. Da liegt man schon bequemer. Ja, war top. Alles super. Die Gelsen kommen auch gerade wieder. Klar, die wollen ihr Frühstück, so wie ich. Ja, jetzt stehen wir mal auf. Ja, 6 Uhr. Zeit für einen Kaffee. Schiff fährt auch gerade vorbei. Jawohl. Herrlich. Jo, Freunde, seht, ich habe mein Lieblingsgetränk in der Hand und damit noch einmal an alle guten Morgen. Mach. Immer wieder schön hier. Ja, letzte Schluck Kaffeetscherl. Und das letzte Keksel. Ja, dann gehen wir noch abwaschen, alles zusammenpacken und ab nach Hause. Ja. Keine Müdigkeit vorschützen. Gehen wir abwaschen. Ja, strecken wir heute die Zehen wieder ins Wasser. Schauen wir mal. Aber es wird nicht viel wärmer sein. Wow!
extrem huschi. So, wieder mein Zaubertüchlein. So. Der Filter geht natürlich mit. Ja, ich habe schon mal alles aufgehängt. Etwas ein bisschen zum Auslüften. Hier mein idyllisches Plättchen inmitten des Schilfs. Echt schön. Und mein Ausblick zum Wasser. Ja, aber ich werde jetzt schon langsam alles zusammenpacken, einräumen. Daheim wird das noch ordentlich aufgehängt zum Auslüftern und zum Trocknen, Reinigen. Und dann wird es wieder hergerichtet, damit man beim nächsten Mal gleich wieder losziehen kann. Ja, Freunde, ich fange jetzt einmal an zum Packen und dann melde ich mich sowieso wieder. Ja, alles wieder schön zusammengepackt. Alles eingepackt. Und noch vom Stand. Ja, danke Plätzchen für die schöne Nacht. Und jetzt gehen wir halt schön langsam nach Hause. Ja, Freunde, ich bin wieder am Hauptweg heraus. Bis zum Auto wird nichts mehr Großartiges passieren. Darum verabschiede ich mich gleich hier von euch. Sag wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch die Burm.